Wir haben jetzt hier so einen Stapel und ich würde sagen, 2015 war auch das Jahr von Tinder. Wollen wir die einfach so nach rechts und nach links swipen? Ich kann nicht bei Tinder sein. Ich möchte. Ich bin auch nicht bei Tinder. Ich hasse Tinder, aber diese App hat ja wohl jeder mitbekommen. Rechts im Game. Rechts bleibt im Game. Ja, Favorite. Oder Favorite? Ich fand es zu anstrengend, ja. Tatsächlich. Super, also super fragwürdig, warum der noch. Ja. Also ich hab's mir tatsächlich durchgehört, aber vielleicht bin ich auch zu alt, um mich immer anschreien zu lassen. Er ist auch jemand, dem auf jeden Fall das Taktgefühl nicht mit in die Wiege gelegt wurde, der sich das dann irgendwann hart antrainiert hat und dann wieder hart abtrainiert anscheinend oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, das anzuhören und ist auch, glaube ich, weiß so gar nicht, was er glauben soll von diesen ganzen Verschwörungstheorien und ist da sehr, sehr. Also ich glaube, er glaubt alles. Sehr harte Psychosen auf seinen Tracks. So. Fahrt-Album. Also ich würde nach links machen. Ich würde mir. Naja, das Ding ist. Ja, sei also dazu gezogen, maskulin beleidigt hat im Interview. Nein, gibt's da keine zwei Meinungen. Ja, er hat auch noch was über mich behauptet, dass ich anti-islamische Statements von mir gegeben habe. Hattest du eine Auseinandersetzung mit ihm? Echt? Könnte man so sagen. Okay. Aber wir wollen das aufrechterhalten. Das ist halt einfach nicht, wir werden keine Freunde in diesem Leben und er soll das jetzt, also wir lassen es einfach so, er bleibt links, ist nicht mein Fall. Ich kann es mir schwer anhören. Egoland-Migration, was sagst du denn zu Egoland? Ich kenne die Leute persönlich, ich komme auf dem Sound irgendwie nicht klar, ist mir zu konstruiert, ist mir zu ausgedacht, ist mir, hat, finde ich, zu wenig Eigenes? Nee, es ist zu wenig einfach. Ja, es ist zu konstruiert einfach. Okay. Ja? Sie machen sich zu sehr einen Kopf über alles Mögliche. Kein Freund vom Konzeptalbum Markus Steiger? Nee. Desaster, den magst du doch, oder? Den mag ich sehr gerne. Linker Jecken. Linke Zecke. Habe ich nicht gesagt. Ein Jecken ist das. Ein Jecken. Desaster mag ich sehr gerne. Album war nicht so gut, leider. CR7. Wirklich, ich meine, ihr müsst mal sehen. Desaster ist wirklich mein Mann. Ich liebe Gerrit. Wirklich. Und ich bin ein großer Freund, aber das Album war nicht gut. Leider. Das ist schade, ich habe es echt nicht gehört. Du hast es nicht gehört? Auch zu viel Kopf sich gemacht, zu viel gewollt. Ach, traurig. CR7Z, die 7 Wild. Boah, das ist ja. Er teilt das Meer, das ist ja super. Ist das so? Ja lange nicht er ist Moses. Es sieht so aus, als ob er das Meer teilt. Das ist Moses. Okay, lass uns jetzt. Okay, also wir tindern. Wir haben Zeitdruck. Okay. 7, also ins Köpfchen oder ins Ding. Links. 7, ja. Ich habe reingehört, hat mir überhaupt. Der über Basti-Album sehr, 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 sehr anstrengend. Kann ich mir auch nicht anhören. Alias war nicht. Also, er hatte ein paar Songs drauf, wo ich mir auf jeden Fall den Kopf gefasst habe, aber ich fand es ehrlich gesagt eins der schöneren Alben dieses Jahr. Wirklich? Muss ich mir anhören. Ich mag die Stimme nicht. Also, Alligator, Casey Rebel, Fata Morgana, ich mag die Stimme nicht. Ich mag das nicht, wie er rappt. Kann sein, dass diese ganze YouTuber-Dings und dann der Song für seinen Shisha-Tabak und alles so Songs, die man sich hätte sparen können. So. Musik ist keine Lösung, wollte ich mir immer anhören, habe ich mir nicht angehört. Ist schon draußen? Ist tatsächlich schon. Ja, natürlich ist es draußen. Aber ich meine, der macht unglaublich poppige Songs, ist halt einfach auch ein unterhaltsamer Typ, das muss man schon sagen. Aber vielleicht. Also, ich hab nichts dagegen, den nach rechts zu machen. Muss man mir jetzt nicht rechtfertigen von mir. Ich hab's ja nicht gehört, ich weiß ja gar nicht. Machen wir mal neutral. Großartiges Album. Wahnsinnig unterschätzt, Ali Boumaier. Eines der besten Streetrap-Alben. Echt, wirklich? Hast du es gehört? Wirklich? Ja, natürlich hab ich's gehört, aber. Fand's nicht gut? Ey, der Track aus Neukölln, das ist doch richtig geil. Doch, aber. Also das, ich finde aber die Art und Weise, wie er spricht und so weiter. Super Shindy-Album auf jeden Fall. So, B, ehemals B Tight, hat sich jetzt umbenannt in B, weil er nicht mehr so tight ist. Recht. Sido? Nach links. Hast du nicht gehört? Was nach links? Doch, ich hab's gehört. Ich fand's. Also wirklich, das wird mir immer schlagermäßiger. Es wird immer schlagermäßiger. Okay. Das wird immer ein Ding. Also Astronaut war schon wirklich hart. Aber sofort nach links. Kalender Blätter. Ende September die Farbe. Ganz weg. Sehr gut. Pimp Memo, euch gehört. Ist, was ist das? Sehr, rappt sehr viel darüber, dass er Rasen mäht zu Hause und so Alltagsprobleme und Zerrissenheit.
Mauli-Album des Jahres. Hat mich nicht genervt. Fand ich besser, als ich gedacht habe. Oh, wirklich? Ernsthaft? Das ist ja, wirklich. Aber Timmy, nur, weil du nett bist. Nett warst du mir, das ist der Trick. Fühl ich. Nein, doch, ehrlich gesagt, wirklich, ich habe es auf einer Zugfahrt gehört. Ich meine, wenn wir hier... Es war wirklich unterhaltsam, ich gebe es ja zu. Siehst du. Und guck doch diesen Stapel an und du weißt doch, was hier für Quatsch drin ist. Guck doch dieses Album, super Album. Timmy Hendrix soll gut sein. Ja, also so viel Lines gezogen da mit seinen Eltern und mit seinen Großeltern auf dem Album, kann ich nicht gutheißen. Das nervt mich jetzt, dass es hier links liegt. Oder dass es in der Mitte liegt. Es gibt bei Tinder auch keine Mitte. Ja, okay, eben, es gibt keine Mitte. Also, Alligator... Doch, nee, komm, wenn wir... Mach den zu den Guten, oder? Der ist einer von den Guten auf jeden Fall. Ich leg's aber mal nach unten. Bisschen, so, als hätten wir es gehört. Ja, ich glaube, mit dem chillt man nicht gerne, aber. Warte mal, habe ich ja nicht schon Schnee. Was war das nochmal? Wer war das nochmal? Umse, glaube ich. Aha, nee, kenne ich nicht. Komische Mütze, geh nach links. So, Snaggerfick Deutschland 2. Oh, ich hab's gehört. Snaggertron 3000 schlägt wieder zu. Ey, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Er gehört ja zum Lager von Fahrt. Wir hatten ja unsere Auseinandersetzung. Würdest du das nach rechts? Also wäre er jetzt ein Tinder-Chick, würdest du ihn Dings? Warte mal, wer hätte ich jetzt hier diese ganze Story nicht im Nacken? Aber ich muss. Ach, er ist so ein ehrlicher Typ. Er ist voll der ehrliche Typ. Er ist auch super, super angry und rappt super oft über fremde Arschöffnungen und seinen Schwanz und so. Aber ich glaube, mir ist es im Endeffekt ist es mir ein bisschen zu reaktionär. Er hat auch so eine sehr unschöne Sprache einfach. Aber das Leben ist auch unschön, deswegen, ja, aber trotzdem. Gut. Sadi Gent. Ehrlich gesagt, eins der wenigen Alben, die ich angefangen habe oder ernsthaft durchhören wollte. Also rein bildungsmäßig, jetzt nicht, weil ich den feier. Und ich war nach der Hälfte so depressiv oder so runtergezogen von diesen depressiven Texten, dass ich konnte mir das echt nicht länger anhören. So, also mir gefällt es auch nicht, mir gefällt die ganze Man hat richtig Mitleid, ehrlich gesagt. Das war richtig, also ein richtig unschönes Gefühl, was man da beim Hören hat. Wollte ich hören, habe ich nicht angehört und ich habe neulich auch seinen Auftritt verpasst in Kornwestheim im Jugendhaus. Kornwestheim, wo ich aufgewachsen bin und im Jugendhaus, wo ich auch fast aufgewachsen bin. Und wo du auch mal aufgetreten bist? Wo ich... Früher, glaube ich, mal Theater gespielt habe. Auf jeden Fall, ja. Habe ich seinen Auftritt verpasst. Ich muss sagen, den kurzen Ausschnitt, den ich vorhin gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was sagst du zu dem Album? Also Rapstar ist ein sehr krasser Rapper, aber ich fand das Album ehrlich gesagt zu major, als dass ich das hier irgendwo nach rechts machen würde, oder? Ja, nee, er hat schon hart viel gefordert, aber es waren so Songs bei, die er nicht gefühlt hat, man hat es gemerkt. Okay. Es waren sehr aktionär aus dem... Mosch finde ich eine der interessantesten Künstlerpersönlichkeiten des Berlin. Er released ganz gerne mal, ne? Was ich bei dem Album ja nicht sagen kann, ob es jetzt ein besonders gutes oder nicht gutes Album war. Hab's nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber... Ja? Na, dann müssen wir es nach links machen. MC Boogie, ich hab's nicht gehört. Oh, ich auch nicht. Aber ich hab alle Interviews gesehen. Einfach es kann nicht schlecht für sein. Für sein Leben. Es kann nicht schlecht sein. So, Manuelsen, Kill 'Em All. Ja, ich tue mir ja schwer. Auch mit Manuelsen verbindet mich eine große Feindschaft. Muss aber sagen, dass das Album an sich. Soll ich dir was sagen? Ich hab mir mehr von erhofft. Hä? Also, ich hab mir mehr von erhofft, ehrlich gesagt. Manuelsen erst. Übertrieben talentiert und ich finde, er hat recht mit vielen Sachen, die er sagt. Er kriegt aber die Kurve nicht wirklich. Er kriegt die Kurve nicht wirklich und ich wiederhole diesen, auch wenn die Leute von mit denen ich neulich zusammensaß und auch so einen Jahresrückblick gemacht haben, gesagt haben, er hat es auf diesem Album nicht zu viel gemacht. Ich finde trotzdem dieses Thema, dass er sich den Arsch aufgerissen hat und alle ihn verraten haben, das lässt ihn nicht los und das scheint immer wieder durch und das nervt mich. Ich mag diese Bitterkeit nicht. Entweder man hat was gern gemacht. Ja, dann diese, macht man es einfach und beschwert man sich. Dieses böse Blut, meinst du? Ach, das Ding, das also deshalb, nicht. Links. So, nicht gehört, das ist mein Bomber ist mein Typ. Mag den. So, Kurdo, mir hat es nicht gefallen. Mir hat das Album leider überhaupt nicht gefallen. Habe ich nicht gehört, aber also dann keine Rose für ihn. Was hätten wir jetzt Yoshi Mitsu irgendwie hier gar nicht mehr erwähnt? Nanunana. Wer ist denn das? Das ganze Jahr wäre verfälscht worden. Yoshimitsu, nicht mitbekommen? Nee.
Es Signing bei Raf Camora. Sorry. War gut, nicht gut. Habe ich was verpasst? Halt einfach echt nicht so spannend, ne? Echt relativ, relativ unspektakulär alles. Gerard, ich kann leider wirklich nicht so viel damit anfangen. Almasiva. Ein Mann, ein Wort, wird wahrscheinlich so klingen wie alle massiven Alben davor. Na, was? Nein. War richtig gut. Das war doch sein neues Kapitel. Er ist doch, er ist jetzt gut. Er macht jetzt ehrenvolle Musik und ohne Kalaschnikows. Ohne Kalaschnikows, glaube ich, zumindest. Hab gehört, kam nicht so gut an. Ja, was jetzt? Gut? Ja, obwohl massiv. Nee, massiv kann man schon einen Plus geben. Okay, gut. Wir machen das ordentlich hier. Meister der Zeremonie, Bastard. Bastard immer ein Plus, oder? Ja. Habe ich nicht gehört, aber gut. Crow MTV Unplugged. Links. Aber Vanya Represent. Das. Chelo und Abdi. Ja, ich weiß nicht, was du sagst, weil das hast du bei Backspin auch gesagt, aber das ist doch Quatsch, Digga, das weißt du doch. Das war doch nicht, also das war doch verglichen mit Hinterhof Jargon, das ist doch... Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch nicht. Das war richtig gut. Ich hab den ersten Song gehört und dachte, oh Gott, das wird schlimmer als das letzte Album. Und irgendwas mit alten Wein und was da, oder wie junger Wein und so weiter. Und ich dachte wirklich, das wird ganz schlimm. Und dann wurde das von Track zu Track besser und richtig geil. Richtig geiles Album. Ehrlich gesagt, ich fand sie cooler. Mach's auf jeden Fall nach rechts, also ja. So, aber ich fand sie auf jeden Fall cooler, als sie noch nicht wussten, wie diese ganze Facebook-Promo funktioniert und so weiter. Das kann sein, aber ich finde, für Facebook-Promo... Da haben sich Tracks noch anders angehört irgendwie, ich weiß auch nicht. BSH, Musik wegen Weibers. Ich fand's schlimm. Richtig Schlagermucke. 8-4 habe ich nicht gehört, kenne ich nicht. 8-4 ist, ich glaube, der älteste von Rakos Lokos. Okay. Oder ist er noch da? Ich weiß es nicht. Gut. Eiskalter Engel, PA Sports, gefällt mir nicht. Also, es wurde Lamm gegrillt und er war Tam gechillt, habe ich mir auf jeden Fall gemerkt von dem Album, aber... Gut, was ist das hier? Ja! So, weiter. Was ist denn das? Let's Butters. Raus. Ah, okay. Ich sag raus, aber schnell. Fand ich auch, Genetik, sehr, 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 sehr doppelmoralisches Album. Sehr, sehr viel Doppelmoral auf diesem Album. Ich, ja, da wurden dann doch die Nikes represented, die auf Track 6 noch verteufelt wurden wegen der Kinderarbeit und sowas. Ist doch Quatsch. Ja gut, okay, das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm, aber das Phänomen komme ich ja auch nicht. Ja, aber diese Gutmenschen-Tracks und sowas so aus... Nein. Ich finde es gut. Nein. Moralische Kritik ist einfach richtig, richtig wack. Wenn, dann muss man schon an die Hard Facts rangehen, dann muss man einfach dieses System kaputt machen. Moralisch ändert man gar nichts in diesem Ding. Blut und Kasse hat mir nicht gefallen. Nee. Ich habe es nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber ich habe... Also, ich fand es nicht... Ein bisschen Liebe habe ich für den, ehrlich gesagt. Aber ehrlich gesagt hat mir das jetzt nichts Neues, gab es nichts Neues. RDK, mein absolutes Lieblingsalbum. Ja, nein, ganz. So, Joker, Augenzeuge. Ich habe es leider nicht gehört, aber wenn es wahrscheinlich so geklungen hat, wie ehrlich alle gesagt, anderen. Es war sehr dritter Personen-Rap. So. Er hat immer über andere erzählt. Er hat immer den Augenzeugen gemacht, so, aber... Weiß nicht, findest du den Augenzeugen cool? Nein, der Augenzeuge ist doch langweilig. Ist ein solider Rapper, aber hat mir persönlich nie was Besonderes geben können. Leider. Perfekt. Außer seine MySpace Exclusive. Die waren hart. Ja, lass ich alles so, weg. Du hast alles da, raus, du hast der ja, ist okay. Mach das mal ordentlich. Ja. Fühlt sich doch hier. Mann, echt wirklich. Aufgesaugt. So kann ich nicht arbeiten. Habt ihr Tücher? Könnt ihr mal wegwischen? Okay. Geopfert für die Kunst. Ja, mit Favorite, komm, wir wischen mit Favorite. Ey, du wirst danach wirklich Hausbesuch bekommen. Stadtverbote, Hausbesuch. Hoffen wir es. Alles dabei. Muss sich doch lohnen. So, jetzt einigermaßen trocken. So, Farid Bang, Asphaltmassaker 3. Ich habe Asphaltmassaker 1 zu Tode gefeiert. Ja. Hab mit Farid danach. Danach wurde er immer erfolgreicher und mir hat es immer weniger gefallen. Woran liegt das? Ich bin so ein Underground-Spast. Also ich weiß nicht, also ich fand dieses Album war halt relativ hingewürfelt, oder? So, also ich glaube sogar diese Blogs, wo er ausgewürfelt hat, wen er disst, das war gar nicht so realitätsfern, ehrlich gesagt.
Das, so kann ich mir das vorstellen, ja, wenn er ein Album macht. Geht er halt ins Studio und beleidigt Leute. So, Tag 32. Die alte Geschichte, Tag 32. Ich habe es nicht komplett gehört, aber auf jeden Fall bester Typ. Lass ihn nach rechts machen. Gut, Chefcat. Liebe für ihn, Chefcat. Auch bester super, Typ. Super talentiert, super musikalisch. Mowgli von Liquid, der alten Atze. Ja. Eigentlich ja, auch ein super Typ, eigentlich auch riesiger Twitter-Account, aber genau, musikalisch immer irgendwie ich nicht so ab. Weekend, ich fand für immer Wochenende, achso, das ist jetzt für immer Wochenende. Das war das Album, wo er erzählt hat, dass er sich, dass er jetzt hört er wirklich auf zu arbeiten, jetzt macht er wirklich Rap, nur noch Rap. Aber ob man für sowas Tracks machen muss oder ob man das einfach. Aber es gab doch dann nochmal eins. Nee, das war das. Nee, ach so, du meinst dieses, was Musik für nicht ja, so schlau. Nicht so gerne nachdenken. Ich fand's, über Nacht gedroppt hat. Wann ist auch ein netter Typ. Und, ist nicht meine Musik, sag ich dir, wie es ist. Ein bisschen nichts sagen. Was ist das? Wer ist das? Sierra Kid ist das. Fuck Sleep or Die. Wird immer radikaler. Erst nur Team Fuck Sleep und jetzt Fuck Sleep or Die. Wo ist das? So. Rough Fiction, kann das sein? Ja, Alter, Frieden, du kennst, hatten die? Das find ich wirklich faszinierend. Ja, geiles Cover. So Menschenfresser-Musik mag ich nicht so. Aber geiles Cover. Achso, das ist umgedreht. Nee, das ist alles so mit so viel Hass gerappt und mit so. So. Oleg Sash, wie jetzt das, Ding? Ist nicht zweimal? Ah, okay. Okay, Oleg Sash einfach für das Lebenswerk 2015. Okay. Würde ich ihm nach rechts gehen. Mach. Er float auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so der. Auf jeden Fall. Ich musste mich echt ein bisschen an den gewöhnen. So, schon lange vorher haben irgendwie Leute gesagt: Ja, geiler Rapper. Ich konnte damit wenig anfangen, aber er hat sich stabil in mich hineingearbeitet. Auf jeden Fall bei den Journalisten so der. Der neue ja. Ring der Nebelung, ich mag keinen Kiffer-Rap. Achso, das ist. Entschuldige, ja. Okay. Nein, ich. Bitte, ich hab's nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, für den Splash-Auftritt und für diese halbe Stunde Rauch am Anfang auf jeden Fall hier rüber, Alter. Also, Rauch macht jetzt deine Show wirklich nicht besser. So, Majo. Ja, breiter aber als. Aber trotzdem riesiger Live-Act. Ja. Breiter als für Türsteher, ja. Die alten iPhone-Notizen von Kollega auf jeden Fall. Das ist, aus dem Schatten ins Licht. Also, auch ein super Typ, ich mag. Contra K, also ich mag ihn wirklich. Wir klettern ganz gerne mal zusammen, ne? Genau, ich mag ihn gerne, ein guter Kollege. Ich kann aber mit dieser einsamen Wolf-Attitüde nichts anfangen. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Selbstmitleid. Ich glaube, es soll nicht das bezwecken, was es macht mit dieser Polizisten-Rap-Nummer. Also ich glaube, er macht so Rap für die Polizistenschule irgendwie. Also so wird er vermittelt so nach außen, als der stabile Deutsche, der so den Deutschen sagt, komm, bleib stramm und gib mir noch 3 Liegestütze. Okay, jung genug, um drauf zu scheißen. Gut, Hannibal, will ich tatsächlich nach rechts. Achso. Hab ich nicht gehört, fand ich, weiß ich nicht. Ich habe den live gesehen und. Wenn einer schreien darf, dann er. Also wenn wir schon aussortiert haben. Ich fand ihn auf jeden Fall sympathisch, aber. Habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt, Hannibal. So, also wir haben ausgesucht, Hannibal. Da sind ja jetzt die ganzen Alben nicht mit. Also guck mal, die können wir jetzt auch noch uns vornehmen, oder? Also Alben des Jahres sind auf jeden Fall. Halt, nee, die oberen, nur die oberen. Ja, komm, kriegen wir alle noch durch. Was ist hier? Audio 66 mit Yassin. Genau, also die würde ich mit dazu geben bei den Alben des Jahres. Ja, macht's. Also ZM kann man auch so überlegen. Daniel ja, Flash, derbe. Das ist gut, dass sie sich aufgeregt haben. Eine gute Entscheidung. Ferris MC würde ich auch nach links machen. Top. MC René, ich küsse deine Augen. Aber auf deine Augen, bitte auf deine Augen. Blockbuster raus und Nico Suave, Alter. Ich war, naja. So, was ist jetzt übrig geblieben? Kolle. Also, was haben wir? Jesus würde ich auch zum Album des Jahres. Baba. Obstand habe ich auf dem Fußballplatz gehört. Das war richtiger Fußballplatz-Rap, ehrlich gesagt. Okay. Roadtrip muss auch nicht sein. So. So. Jetzt sollten wir die Alben, die wir. Also die Alben, die jetzt übrig geblieben sind, aus denen darf man voten, glaube ich, auf 16 war es. Was haben wir denn? In den Hip-Hop.de Awards. Also. Jetzt nach dem. Als wirklich sehr erfolgreich. Nach dem Alben haben wir KIZ, Hurra, die Welt geht unter. Baba aller Babas. Die Auslese, Alter.
Ebbe und Flut von Jesus. Zugezogen maskulin, alles brennt. Fett Tony und Dexter, Yo Picasso, auch wenn du es nicht durchgehört hast, hörst du mal durch, wirklich lohnt sich. Haben die Spotify, ich hoffe doch. Normaler Samt von Audio 88 und jetzt sind Hannibal weg von der Fahrbahn. Ja, Mann. Weg von der Fahrbahn. Oleg Sash, Master, Chefcat, Nachtmensch. Er will fliegen mit uns. Tag 32, Chill und Abdi, Bonchance. Meister der Zeremonie von Bastard. Ein Mann, ein Wort, zwei. Ein Mann, zwei Worte. Ein Mann, eins, zwei Wort. MC Bomber und... Oh, würde ich nein, komm, mach, Alter. Ja, ich darf doch auch mal. Ich hab's ja nicht gehört. Boogie, hast du es gehört, aber? Ja, Biografie eines... Hammer. Ja? Ja, okay. Hammer. Unterhaltsames Zeug. Ich ihm geraten habe, so. Biografie eines Dealers, die MC Boogie. Boogie, einfach Lebenswerk-Auszeichnung, Mauli Spielverderber, wie kommt das hier rein? Frech. Wie kommt das nach rechts? Reali wie kommt ganz ernsthaft, Super Street Rap Album, ich fand's gut, wirklich. Super Street Rap. Alias? Amnesia. Amnesia. Und Alligator. Noch nicht gehört, aber bestimmt. Wir haben es einfach total schöner Liedermacher-Rap. Wir haben es einfach so breit. Ja, es ist ja unterhaltsam. Oh, oh. Man kann sich die Sachen ja auch immer nein, ist cool, dass der, also dem wünscht man noch mehr Erfolg. Rosalie, ich fand 2015 ehrlich gesagt gar kein schlechtes Jahr. Wenn man das jetzt so sieht, auf jeden Fall. Es sind echt ein paar gute Alben rausgekommen. Soll ich mal wieder? Ja. Oh. Boah, auch noch so ganz langsam. Ich rutsche jetzt gleich ab. Runtergepellt auf. So, meine Lieblingsalben. Darf ich drei nennen? Chill und Abdi Bonchance. KIZ, Hurra, die Welt geht unter. Und zugezogen maskulin, alles brennt. Von denen, also ganz kurz. Ah, Baba Alam Baba ist auch ein bisschen. Also mein Lieblings-Deutsch-Rap-Album, ja. Ja, mein Album hat dieses Jahr bei mir auf jeden Fall eingenommen, so. Deswegen mein Album des Jahres. Mit keinem Album habe ich mich so viel beschäftigt wie mit meinem. Wer hätte das gedacht? Most Under und Most Overrated? Most Underrated war meiner Meinung nach Tilo und Abdi, aber das hatten wir ja schon. Most Underrated, was ging denn dieses Jahr? Ach so, doch, Most Underrated war für mich auf jeden Fall Namika Nador, wo ich auch dran mitgeschrieben habe, deswegen muss ich das sagen an dieser Stelle. Aber Most Overrated wahrscheinlich für mich AST. Kommt echt nichts, war auch alles irgendwie gleich unspannend, finde ich. Kein Overrated, scheiß drauf. Ja, das waren die Meinungen von Markus Steiger und Mauli zu den Deutschrap-Platten 2015. Aufgrund von technischen Problemen konnten wir euch leider nicht alle Meinungen zeigen. Darunter fallen unter anderem die Alben von Flair, Keiner kommt klar mit mir, Schwester Evas Kurva und Prinz Pornos Album PP gleich MC hoch 2. Wir bitten um eure Nachsicht. Ja, was war eure Meinung zu den Alben 2015? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Wir sehen uns im nächsten Teil. Peace.